Und damit wieder herzlich willkommen zu Life of a Medieval Engineers. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ich stehe ja gerade am Crafting Table, weil wir wollten ja das letzte Mal, also ich wollte ja das letzte Mal, dass wir hier ein bisschen vorankommen, die Quest für die. Und jetzt bitte nicht schon wieder. Ich mache euch gleich aus, wenn ihr weiter so macht. Für die Transport, dass wir die Mechanical Blocks machen können. Und dafür habe ich jetzt schon vorbereitet, dass wir jetzt gleich anfangen können. So. Und dann müssen wir jetzt Place a Timber. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob man hier. Ja, da hinten rennt einer rum. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Apple Mod spinnt gerade rum. Weil, ja. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, den jetzt einfach mal stehen zu lassen, um zu gucken, was da jetzt passiert. Ob da jetzt ein Baum draus wird oder eben nicht. Wenn nicht, dann schmeiße ich die Mod halt raus und dann müssen wir mal was gucken. Was anderes. So. Okay, gut, also wir placen jetzt mal hier irgendwie ein Timber. Wir brauchen ja schon mal ein Timber. Ach, das sind bloß Round Timbers. Ach ne, hier sind. Toll. Das nenne ich Vorbereitung. Okay, wir könnten aber mal kurz bei J gucken, genau. Also da einfach ein Timber hinklatschen. Irgendwie so. Steht da eine Höhe? Was das für ein Timber sein muss? Ne. Place Timber. Aber eine Höhe steht dann nicht, hä? Das ist ja auch geil. Okay. Gut, wir probieren das jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt mal. Ich wollte gerade sagen, steht hier hinter mir was, oder weil aber sich brauche ich das selber mit einer Fackel. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen 5er Timber. So, hä? Ach toll. Muss ich den jetzt auch noch ins Gras packen, dass das zählt. So, dann nehmen wir einen 6er. Nö, zählt immer noch nicht. Hä? WTF? Wieso? Place a vertical timber into the ground to hold up the card with the work on it. See the experiment in the image. So. Der steckt den da bloß in den Boden. Hä? Mal, wir machen das jetzt nochmal anders. So. Machen wir das jetzt nochmal. Start Quest. So, Place Timber. Ist das jetzt eine bestimmte Höhe oder was ist das jetzt? Woran liegt das? Warte mal. Der geht auch nicht. Simo geht auch nicht. So rum geht's auch nicht. Hä? Willst du mich verarschen? Da steht doch aber nichts da, wie groß der Timber sein muss, oder? Oder ist das jetzt ein kompletter Timber? Ah, okay. Ist ein kompletter Timber. Gut. So, place two small stockpiles. Four logs. Aha, und da soll ich jetzt oben drauf kommen. Ja, geil. warte mal. Das ist ja. Kann man die jetzt eigentlich auch? Ne. Bild unten, Bild oben ist nur drehen und verschieben. Das ist ja auch geil. Okay, kann ich das jetzt trotzdem hier machen? Nehme ich jetzt eine 5er hier, weil da komme ich nämlich nur oben drauf. So, dann 2 Stockpiles. In der Hoffnung, dass das jetzt trotzdem zählt. So, Stockpile 4 Logs. So, einer und noch einer. Okay, das haben wir. So, dann place four blocks from this list. Catch blocks, one size, catch block, experiment, block size. So, oder was dazu? Der nimmt ja bestimmt bloß die normalen, oder? Ach ne, der nimmt die. Okay. Der nimmt die. Und er packt die quasi an diese eigenartige.
komische, was aussieht wie eine Achse. So, dann nehmen wir jetzt die. Und zwar sind das dann die. Ja. Wie rum hat denn die jetzt gesetzt? Ne, warte mal, das ist doch der falsche. One size catch block. Ah, okay, das sind die richtigen. Gut, machen wir das mal so. Setzen wir das Rad nach innen. So, und dann hier nochmal. Na, du Blödmann. So, okay, place four wheels. Manchmal kann man sich aber auch blöd anstellen, ganz ehrlich. So, gibt es jetzt ohne bestimmte Maßregelung, wie rum das Rad muss? Weil das würde ich schon gern wissen. Aha, also mit den Hölzern nach außen. Okay, also so rum. So rum, da kommt noch hoch. Tadam, tadam, so. Ja, Tool. Das war ja klasse jetzt. Es war mir so klar, dass ich jetzt den falschen wegnehme. Ah, nervig. Okay, machen wir das nochmal schnell. Vielleicht haben sie ja die Physik verändert, dass das ein bisschen besser geht jetzt. Komm, pack den nochmal ein. Ich wollte eigentlich nur den Timber wegnehmen. Ich wollte nur den Timber wegnehmen. Aber seht ihr das jetzt gerade hier? Die haben die, irgendwie haben die, die Bäume keinen Stamm mehr. Also wie gesagt, entweder spinnt der Mod rum. Oder es liegt echt an der neuen Version. Keine Ahnung. Mal gucken. Das kriegen wir auf jeden Fall noch raus irgendwie. So. Jetzt habe ich die Quest zwar schon abgeschlossen, aber dadurch, dass ich den falschen Teil weggenommen habe, machen wir das jetzt nochmal fix nochmal. So. Du kommst da dran. Dann jetzt halt nochmal den Catchblock. Wenn nicht, haben wir wieder was als Deko, was sinnlos in der Gegend rumsteht. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Finde ich jetzt nicht so. One size. Noch einmal runter. Zack. Zack. So, dann den einmal drehen. Genau. Und dann hier nochmal dasselbe Spiel. So. Dann die Räder dran. So. Wieso muss ich die jetzt drehen? Was ist das für ein Schwachsinn? So, und jetzt kommt gleich nochmal die Musik. Yay, Quest geschafft. Achso, die sind jetzt von allen beiden Seiten so, hä? Ja, okay, also ist eigentlich egal. So, und jetzt mal bitte den richtigen Timber wegnehmen. Danke. So. Und da steht es. Hoppala. Das war heikel. Das ist bloß die Frage, wenn ich hier jetzt Baumstämme reinpacken würde. Ja, ich weiß, ich komme wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Okay, das ist jetzt aber nicht viel, was er jetzt ziehen musste. Schlimm ist halt immer noch, dass sie sich keine Lenkung haben einfallen lassen. Was denn, wo denn? Ja komm, das schieben wir mal schnell hier in die Seitenstraße rein, das Ding. Oder ziehen es besser. Ich hoffe bloß, dass die sich nicht mehr selbstständig machen. Das Problem hat man ja letztens dauernd. Dass die Wachen sich dauernd selbstständig gemacht haben. Ich ignoriere die Musik jetzt einfach, bis ich angegriffen wäre. So. Der steht jetzt da, das ist jetzt ein Stockpile. Also ein mobiler Stockpile ist schon nicht schlecht. Kann man jetzt nicht anders sagen. So.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt in der Folge noch, halt, das war die falsche schon wieder. Und zwar übernehmen oder kümmern wir uns jetzt mal um, die brauche ich ja auch noch für, genau. Das ist auch genau das, was ich möchte. Also machen wir das jetzt auch noch mit. So, wir brauchen 7 Basic Ropes und den Rest haben wir alles noch. Also müssen wir ans Spinnrad. Ja, ich glaube, ans Spinnrad müssen wir. So, hier machen wir jetzt erstmal die Tür zu. Hier machen wir sie auf und wieder zu. Das Spinnrad stand ja oben. Sieht schon wieder so aus, als ob hier irgendwas fehlen würde. So, wenn einer klopft, dann wissen wir Bescheid. Basic Ropes. Oder mache ich die sogar um. Warte mal, mache ich die nicht sogar im Inventar? Echt? Ah, da war ja wohl Flachs dafür. Alter, was? Nein, das ist doch scheiße. Wie viel Flachs habe ich denn? 37. 3, 4, 5, 6. Oh, ist der ganze Flachs weg. Das ist ja blöd. Alter, vor allem gleich 7 Basic Ropes. Das ist ja krass. Alter Falter. So, jetzt haben wir gleich noch was gegessen. Muss mal gucken, wie sieht denn eigentlich mein Feld da drüben aus? Oh ja, schlägt schon oder irgendjemand das. Irgendwo wird gerade was geschlagen. Ich hab's genau gehört. Irgendwo ist hier einer. Fragt sich bloß wo. Okay, das haben wir jetzt fertig. Jetzt muss ich erstmal bloß kurz gucken, wo hier wer was schlägt. Bin doch nicht blöd. Ich hab's doch gerade gehört. Okay, jetzt steht er wieder schief. Hä? Oh, Flachs ist fertig. Juhu! Sim, 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 sim. Und das läuft. Guck mal, wie das läuft. So, machen wir das auch gleich mit. Zack. Feld bestücke ich dann neu, wenn. Das tue ich euch jetzt nicht an, ehrlich gesagt, weil. So. Okay, also was brauchen wir jetzt? Wir brauchen eine Drumroll, ein Hand Card Crank Reel, ein Rope Eye Plate. Und Catch Block. So, jetzt muss ich bloß mal gucken. Das mache ich ja bestimmt hier wieder. Also Catch Block. Dann ein Hand Crank Wheel. Und was war's noch? Hab's schon wieder vergessen. Eine Drumroll. Wo mache ich denn eine Drumroll? Drumroll, was brauchen wir denn dazu noch? Ah, ich brauche 6 Seile dazu. Hä? Aber ich müsste doch echt genug haben. Hä, wieso habe ich plus 3? Wieso habe ich plus 3 Seile? Für was habe ich denn jetzt bitte noch ein Seil verbraucht? Für das Ding hier oder was? Ach ne, ich kann das aus Flachs und aus Leinenstrings machen. Ach so, im Inventar mache ich das aus Flachs. Ah, ne, das erklärt natürlich alles. Ja, gut, okay. Okay, drum. Drumdiddledum. So. Das geht aber auch mit Terrible Ropes. Habe jetzt gerade mal so festgestellt. So, ich mache hier mal einen kurzen Cut. Bis gleich. So, und da ist er auch schon wieder. Also, wir haben jetzt die Seile, das Hand Crank Wheel und den Catch Block und die Drum. Jetzt brauchen wir noch diese Rope Eye Plate. Und ich glaube, die machen wir hier.
Rope Eye Plate, das ist doch. So. Zack. Ja, und das war klar. So, ich habe hier vorhin gerade einen. Ah, da ist er doch schon. Na, kommst du nicht vorbei, ja? Jetzt hat er natürlich die Waffe so blöd fallen lassen, der Düssel. Na ja, kommen die Pilze nehmen wir mit. Kommen hier an den Stock noch ran? Ah, warte mal, da war es doch gerade. So. Okay, irgendwas kaputt gegangen wieder? In der Zwischenzeit? Nö, sieht nicht so aus. Okay, so, jetzt brauchen wir, was brauchen wir noch? Place a catch block, a rope drum, a hand crank wheel. Ne, gibt's dafür auch. So ein kleines. Ah. Okay. Das sollte dann aber schon. Ach, dass man das hochziehen kann, alles klar. Also, Catch Block. Machen das jetzt einfach mal so, wie es da steht. Ach, die habe ich noch. Take my all. So, jetzt haben wir sogar 10 Seile. So, Catch Block, ist das jetzt egal welcher? Nehmen wir jetzt einfach den. Dann eine Drumroll. Eine Drumrolle. Ah, shit. Müsste ich dann jetzt hier dran machen? Ja, weil auf der anderen Seite passt es nicht. halt, was haben wir da noch? Dann ein Crankhand Wheel. Das baue ich sowieso da. Wenn, dann können wir uns das mal für irgendwas anderes mal aufheben. Kann ich das jetzt auch hier dran machen? Ja, müsste eigentlich gehen. Und das Rope Eye Plate. Ja, warte mal, das machen wir. Oh. Hä? WTF, was war denn das jetzt? Okay, Stranger Things. So, das machen wir jetzt einfach mal mit dem hier. So, dann brauchen wir jetzt das Teil und das Teil. Und dann müsste ich ja quasi den jetzt einfach mal so fallen lassen, oder? Das ist ungefähr so passen, ja. Poing. So kriege ich das jetzt da oben drauf. Dieses Rope-Eye-Plate. So. Interact with the hand crank wheel. Ja, toll. Ah, und mit Shift geht's dann andersrum, okay. Na gut, dann sammeln wir das jetzt wieder ein. Hätte ich den nur da oben stehen lassen können. So, machen wir das jetzt weg. Gut, machen wir eben zuerst die Rolle weg. Oder zuerst das hier. Fump. Ah, wieso kann ich das denn nicht einsammeln? Warte. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es. Place. Nee, ich will es doch einsammeln, du Nuss. Jetzt. So.
Okay, genau, jetzt müssen wir mal gucken. Müsste ja jetzt eigentlich gereicht haben. Ah, guck mal, genau, jetzt können wir das machen, worauf wir es eigentlich abgesehen hatten. Und zwar das. So, ich hoffe bloß, das reicht jetzt. Also wir brauchen 7 mal Linseed Oil. 6 Basic Ropes, die haben wir noch. 4 Close. 4 Windmill Blades. 50 Electric Parts, Metal Parts und 8 Planken. Okay, wir brauchen erstmal 62 Timber. Das ist eine Hausnummer. Ich glaube. Ne, gut. Ich dachte schon, die sind weiter gewachsen. Oh, mein Korn ist fertig. Das muss ich jetzt mal unbedingt einsammeln. Halt, bevor mir das noch hier schniefen geht. So, wir sagen, machen wir die Folge jetzt noch Vorbereitung für die nächste Folge mit der Quest, dass wir die dann abschließen können. Beziehungsweise sind das überhaupt Quests oder sind das jetzt Forschungsaufträge? Ja, Quest ist Quest, ob man jetzt dabei was lernt oder nicht. Ist ja eigentlich dasselbe. So, zack, 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 zack. Und zack. So, anpflanzen mache ich dann wieder offscreen. Damit nerve ich euch jetzt nicht. Okay, und wir brauchen jetzt 62 Timboards. So. Ach siehst du, ich hätte vielleicht erstmal die andere Storage Quest machen sollen. Weil ich meine, so viel Platz habe ich jetzt auch nicht mehr im Inventar. Ja. Schwierig. Irgendwie nehme ich auch immer mehr Zeug mit. Wartet mal kurz. Ich habe doch vorhin schon mal. Also, beziehungsweise offscreen hatte ich schon mal was rüber geschafft, ja. Jetzt bist du sehr flink. So. Der Flachs da rein. Das da rein. Okay, die haben wir jetzt auch voll gesteckt. Die gehen auch nur bis 15. Also ihr seht, wir brauchen unbedingt Kisten. Also Kisten wären hier unerlässlich. Das ist definitiv so. So, und ich habe schon wieder die Tür aufgelassen. Mache jetzt mal zu. Timber wollte ich machen. So, Timber, Timber, Timber. Timber, Timber, Timber. Müssen wir das jetzt mal ungefähr verfolgen? Hab ich noch irgendwo? Da sind noch 3 Timber. So, wie wir uns 62 Timber waren es, glaube ich, ey. Da haben wir jetzt schon mal 10, 20, 30, 40, 50. Müsste reichen. Eigentlich, oder? Ja, hat gereicht. Gut, dann 4 mal Close. Muss ich wieder rüber. Also wenn ich jetzt mal die Türen auflasse, dann seht es mir nach, weil ich möchte nicht, dass sie dauernd meine Wände kaputt machen. Weil das Bauen kostet ja auch Zeug. Das war klar. Okay. Also muss ich dann jetzt auch nochmal Flachs holen. Dim, 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 dim. So. Haben wir denn eigentlich eine? Eine habe ich noch. Hätte ich gar keinen Flachs holen brauchen. Na gut. Da haben wir jetzt aber wenigstens sicherheitshalber einstecken. Und dann gib mal her. Ach ne, reicht doch nicht. Okay. So. Da finde ich auch cool, dass man das nicht unbedingt hier rausnehmen muss. Das finde ich schon mal nicht schlecht. So. Dann brauchen wir nochmal Linseed Oil. 7 Stück. Und für Linseed Oil brauche ich aber Flachs Seeds. Wie viel habe ich jetzt? Müsste eigentlich 7 machen können. Warte mal, Ema hatte ich glaube ich sogar noch. Ach, mein Inventar ist voll. Alles klar.
So, da muss ich dann aber auch noch diese komischen Karaffen craften. Ach, Mann, jetzt nervt doch nicht. Siehst du, jetzt bist du auch aufs Grid gekommen. So. Wie gesagt, den Rest lassen wir jetzt liegen. Ich habe jetzt eh gerade keinen Platz. Habe ich jetzt noch Baumstämme einstecken, die ich jetzt mal loswerden kann? Dann haben wir wenigstens wieder mal ein bisschen mehr Platz. So. Jetzt müsste ich mal gucken. Was brauche ich denn für den Clay? Ja, 10 Mal. Also müsste ich den jetzt. So, eine müsste, glaube ich, noch drin auf dem Tisch stehen. Brauchen wir jetzt bloß noch was zum Feuern. Ja, komm, wir haben ja genug Sticks. So, das müssten 6 sein, genau. Und hier drin auf dem Tisch müsste eigentlich noch einmal stehen. Genau. So. Zack. Okay. Dann müsste ich das Timberlager mal loswerden, damit ich wieder noch ein bisschen mehr Platz kriege hier. So, stellen wir das da hin. Steht es wieder da, wo es vorher stand. Ja, irgendwas, um das hier hinzuhängen oder sowas. Irgendwie. Guck mal, hier haben wir noch. Hallo. Achso, das müsste ich erst machen. Damit das dann rausgeht. So, okay. Hier sind jetzt 2 fertig. Da könnten wir ja eigentlich sogar. Wie viel Platz haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt noch 4. Ja, die können. Achso, die stacken sich. Okay, das ist nicht schlecht. Aber wie viel. Ach, siehst du, die muss ich auch schon mal noch nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann war hier oben irgendwo noch 7. Okay, wir haben also genug. Dann kommt es jetzt bloß auf die Teile an. Aber ich gehe zwischendurch schon mal rüber und mache schon mal ein bisschen was. Damit wir das dann auch haben. 3, 4. So. Dauert ja auch ein bisschen. So. Also schon 10 Sticks verbraucht. Also erst 10 Sticks. Also die sind auch schon. Ich meine, klar, die brennen weg wie nix, aber Kohle wäre, glaube ich, besser. Aber das können wir dann ruhig beim nächsten Mal probieren. Wenn wir irgendwas brennen müssen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Verbrennt er den jetzt bloß noch oder brennt er das weiter ab? Ja, okay. Wenn ich jetzt rausgehe, hört er irgendwann auf. Ich glaube eher nicht. Es dürfte aber gleich keinen Saft mehr haben eigentlich. Zack. So, okay, dann machen wir jetzt den Rest noch. Der scheint ja durch zu sein hier. Jawohl. Und noch 3 Mal, genau. So, dann haben wir die 7 auch. Dann brauchen wir noch 4 mal Windmill Blades. Müsste ich da auch hier machen können, oder? Windmill Blades, wo sind sie denn? Ah, hier. Genau, 1, 2, 3, 4. So, mal gucken, ob das Öl inzwischen durch ist. Ne, noch nicht ganz, aber gut, das ist beim letzten. Haben wir 6 Mal und den 7. So, dann brauchen wir noch 50. Ein paar Metal Parts brauchen wir noch. Haben wir noch irgendwas zum Schmelzen ein? Genau. Also da funktionieren die Schmelzöfen aber angenehmer wie der Ofen draußen für den Clay. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil der hört wenigstens auf, wenn das Ding fertig ist. Zack. Ja gut, der verbrennt den Rest jetzt auch noch. Warum auch immer.
Aber eigentlich hören die auf. So, halt die 4 Windmill Blades. So. Und dann haben wir das jetzt. Und dann würde ich sagen, wir haben jetzt quasi Build a Mechanical Sawmill. Boah. Ja, wir haben im Prinzip quasi jetzt das, was wir für die nächste Folge brauchen. Gibt es dafür auch im Journal was? Nee. Okay. Build a Mechanical Sawmill. So, die Komponenten haben wir jetzt alle. Und da würde ich sagen, wir machen dann in der nächsten Folge an der Stelle weiter. Ich sag mal gucken, ob wir das hinten hier in die Richtung zwirbeln oder ob wir es doch hier in die Richtung machen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier direkt neben den Turm noch einen Turm mit einer Windmühle setzen, kommt das jetzt auch nicht so prickelnd rüber. Und ich hoffe hier, dass die noch einen Baumstamm kriegen. Und dass der Mod nicht so sehr rumspackt. Das wäre schon doof. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer ein bisschen Feedback da. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge live auf dem Medieval Engineer. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.